haben um 6.15 Uhr einen Anruf hier bei der Dienststelle in Seewalchen bekommen, dass ein Verkehrsunfall mit Sachschaden kurz vor der Ausfahrt Monsee sich ereignet hat. Wir sind daraufhin eine Streife hinaufgefahren, haben dort zwei Fahrzeuge vorgefunden, die zum Teil am Bannenstreifen und zum Teil am ersten Fahrstreifen gestanden sind. Und es war offensichtlich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Was uns stutzig gemacht hat, war das, dass wir keine Personen bei den Fahrzeugen gesehen haben. Daraufhin haben wir gesucht und haben dann ca. 50 Meter weiter in Fahrtrichtung drei Personen hinter der Leitschiene gefunden. Wir haben dann bei den drei Personen gleich mal nachgeschaut, wie es ihnen geht. Und ich habe dann festgestellt, dass zwei Personen nach meinen laienhaften Feststellungen bereits tot waren und eine Person schwer verletzt war. Der Schwerverletzte hat mir dann Auskunft gegeben, dass sie eben diesen Verkehrsunfall mit Sachschaden hatten auf der schneeglatten Fahrbahn und anschließend aus den Fahrzeugen ausgestiegen sind, um eben auf die Polizei bzw. Abschleppdienste zu warten. Und wie sie dann eben neben den Fahrzeugen bzw. neben der Leitschiene gestanden sind, ist ein drittes Fahrzeug ins Schleudern gekommen, ist auf sie zugefahren und hat alle drei über die Leitschiene gestoßen oder katapultiert und ist aber dann nicht stehen geblieben, sondern ist weitergefahren. Es dürfte kein roter Renault, sondern ein grauer Renault sein. Renault deshalb, weil wir dort an der Stelle, wo diese Personen angefahren wurden, Teile von einer Zierkappe gefunden haben und deswegen gleich feststellen können, dass die eben von einem Renault stammen. Wahrscheinlich dürfte der Beschädigungen an der rechten vorderen Seite haben, also im Bereich des Rades bzw. des rechten vorderen Kopfflügels und der Beleuchtungseinrichtung. Ja, auch an dieser Stelle möchte ich noch einmal an den Fahrer appellieren, er möge sich melden. Es kann an und für sich nichts so arg sein, wie mit dem leben zu müssen, dass man zwei Leute auf dem Gewissen hat und niemanden etwas davon sagen darf. Die Erhebungen gehen dahin, nachdem wir doch einige Teile von dem Fahrzeug gefunden haben, werden wir natürlich versuchen, den Lenker über das Fahrzeug auszuforschen.